guten Start in den Tag für den DAX, aber dann sukzessive ging es bergab, bis wir am Ende 1,5% im Minus aus dem Handelstag ja gingen. Gibt es denn positive Nachrichten für den heutigen Tag? Ja, schönen guten Morgen hier aus dem Handelshall der ZEFDEX. Ich beschäftige mich ja schon seit fast 2 Stunden jetzt, um irgendwas Positives zu finden. Ich tue mir dabei echt schwer. Gestern hatte ich ja gesagt, zuerst waren keine guten Nachrichten und dann kamen auch noch schlechte dazu. Und so ähnlich ist es auch heute. Also wie man es auch dreht und wendet, also wirklich gute Zahlen kamen nicht weder aus Asien und eigentlich muss man auch sagen, auch nicht aus den USA. Also wir haben gestern circa 200 Punkte verloren im DAX, haben uns dann, wenn man die Abendsitzung anschaut, ein bisschen erholt, aber insgesamt ist es kein wirklich guter Tag gewesen. Und wie gesagt, die positiven Impulse haben auch gefehlt. Die schlechten Zahlen oder die verhältnismäßig schlechteren Zahlen von SAP haben sich voll durchgeschlagen. Und einzig und allein Adidas war gestern wirklich positiv. Wenn man sich das anschaut, was unsere Kunden machen, die waren gestern früh ja schon negativ eingestellt auf den DAX, war also auf der Short-Seite. Und da sind sie also heute noch. Also momentan sehen unsere Kunden den DAX im Speziellen weiterhin fallend. Dann wollen wir das Positive aber trotzdem mal suchen und wir finden es in den USA. Da gab es gestern nämlich Zahlen nachbörslich von Apple, die wirklich einen kräftigeren Gewinn verzeichnen, als von Analysten erwartet wurde. Nachbörslich ging es auch aufwärts für die Aktie von Apple. Wie haben denn die Zahlen ansonsten den Markt beeinflusst? Ist die Stimmung positiv übergeschwappt auf die Anleger? Ja, vermeintlich positiv. Also man möchte meinen, dass die Apple-Aktie und die positiven Zahlen gestern einen deutlichen Einfluss haben auf das Ganze. Aber so war es nicht. Ich zeige nochmal den Vergleich dazu. Gestern mittags ungefähr um 13 Uhr hat IBM die Zahlen veröffentlicht und die Zahlen waren ja nicht gut. Daraufhin ist IBM selber schon vorbörslich mit circa -5% in den Markt gegangen und dann am Ende, glaube ich, -7% im Laufe des Tages. Und der Dow Jones, den konnte man auch sehen über den Tagesverlauf, also auch vor der Markteröffnung in Amerika, ist um circa 13 Uhr der Dow Jones dann plötzlich auch eingebrochen. Also das heißt, IBM hatte einen massiven Einfluss gestern auf den Dow Jones. Und wenn man im Vergleich dazu jetzt die Zahlenveröffentlichungen von Apple anschaut, da hat sich kaum was getan. Ich habe einen Chart mitgebracht, wo man auch den Dow Jones sieht, wie er sich verändert nach Börsenschluss um 22 Uhr in den USA. Und da sieht man, dass wir insgesamt so über die Nacht verteilt noch einmal circa 100 Punkte verlieren. Das heißt eigentlich, die Zahlen von Apple waren überraschend positiv, positiver als erwartet. Und die Reaktion drauf bei Apple war plus minus null ungefähr. Und auf den Dow Jones, wie gesagt, im Verlauf der Nacht circa 100 Punkte Verlust. Also wirklich gut war das nicht. Obwohl, und das muss man dazu sagen, ja Apple eine deutlich höhere Börsenkapitalisierung hat als IBM. Wollen wir nochmal konkret bei Apple bleiben. Was erwarten Sie da bei der Aktie? Die Gewinnschätzungen werden nach und nach schon angehoben, auch fürs nächste Jahr von vielen Experten. Das KGV sinkt dementsprechend. Was erwarten Sie? Ja, alles andere als ein positiver Start in den heutigen Handelstag von Apple wäre eigentlich unlogisch. Aber wir wissen ja, die Börse ist ja nicht immer rational. Aber die Zahlen sind wirklich sehr, sehr gut gewesen von Apple. Ich habe mir nur aufgeschrieben hier, ich glaube 39,47 Millionen verkaufte iPhones im letzten Quartal. Das ist schon gigantisch. Erwartet worden sind, glaube ich, 38 Millionen. Das ist ja auch schon extrem hoch. Also eigentlich müsste Apple heute noch deutlich positiv in den Markt starten. Das wäre die logische Konsequenz aus den guten Zahlen. Allerdings, wie gesagt, wenn nichts Außergewöhnliches drumherum passiert, dann ist das die Erwartung. Wenn aber irgendwelche schlechten Zahlen kommen, wenn man wieder erwarten, vielleicht doch irgendwann verkünden sollte, dass dieses Rückkaufprogramm der Fed, was die Anleihen in den USA betrifft, wenn man da vielleicht jetzt doch das aufhört, dann glaube ich, kann auch Apple mit den positiven Zahlen nicht überzeugen. Dann vielen Dank für die Einschätzungen. Oswald Seicher, schönen Handelstag Ihnen. Danke.